Dann rasten die Gurus des Psychokonzerns total aus. Jetzt werfen sie sogar der deutschen Politik Gestapo-Methoden vor. Dass sich die Scientologen ständig mit den Nazi-Verfolgten gleichstellen, ist eine unglaubliche Verhöhnung der Millionen Opfer des Dritten Reiches. Da sitzen sie in ihren noblen Sektenzentralen, schwimmen im Geld und tun gleichzeitig so, als ob sie hinter KZ-Mauern säßen. Der Staat hat Recht, sich zu wehren. Die Scientologen versuchen, die Gesellschaft zu unterwandern und machen dabei nicht einmal vor Kindern Halt. Meine Kolleginnen Marion Paulsen und Lisa Wurscher sickerten in die Abteilung Kindernachhilfe der Sekte ein und ließen sich sogar zu Scientology-Lehrern ausbilden. Durch einen anonymen Anruf stoßen wir auf dieses Flugblatt in München. Ein Lehrer bietet dort Hilfe bei Schul- und Lernschwierigkeiten an. Er soll Mitglied beim Psychokonzern Scientology sein, so der anonyme Informant. Wir wollen dem Hinweis nachgehen. Wir geben uns als Mütter aus, haben zwei Kinder zur Nachhilfe gebracht. Sie sind über Scientology aufgeklärt. Bei ihnen kann diese Stunde keine Schäden hinterlassen. Mit einer Amateur-Videokamera filmen wir den Unterricht. Die Lehrbücher stammen von L. Ron Hubbard, dem Gründer der Organisation. Auf dem Tisch liegt ein Flugblatt des Psychokonzerns. Dennoch, der Lehrer klärt uns nicht über Scientology auf. Lernziel ist ausschließlich die Definition einfacher Begriffe. Bessere Noten bringt diese Art Nachhilfe wohl nicht. Sie hat einen ganz anderen Zweck. Soll die Kinder scheinbar ohne Wissen der Eltern an Scientology heranführen. Wir haben uns die gleichen Lehrbücher besorgt, wollen den subtilen Methoden der Beeinflussung auf den Grund gehen. Jetzt wird deutlich, die Definition einfacher Wörter sollte einen zentralen Begriff einführen, das missverstandene Wort. Um das angebliche Missverständnis zu beheben, müssen die Kinder die Wortbedeutung klären. Beispiel: die Bank. Auf einer Bank kann man sitzen. Auf einer Bank gibt es auch Geld. So weit, so gut. Doch dann impft der Lehrer den Schülern noch eine dritte Definition von Bank ein. Den reaktiven Verstand, Synonym für das Unterbewusstsein. Ihn gilt es laut Scientologen zu beseitigen, weil er den Menschen belastet. Diese Definition bereitet die Kinder auf hypnotische Sitzungen, das sogenannte Auditing, vor. Eine quälende Prozedur. Wir sollen das noch selbst erfahren. Ein halbes Jahr später. Wir haben mittlerweile Zugang zum innersten Kreis der Sekte, sollen selbst zum Nachhilfelehrer für die scientologische Tarnorganisation Applied Scholastics ausgebildet werden. Mit versteckter Kamera dokumentieren wir das Vorstellungsgespräch in Köln. Wir sind im Grunde dieses Büro in Deutschland, ja, und bauen in ganz Deutschland verschiedene Studiergruppen auf, damit das einfach bekannter wird. Und das Schlimme ist im Moment, ne, dass wir das eigentlich überhaupt nicht bekannt machen können. Denn sofort kommt natürlich die Presse an und sagt, ah, Scientology und Gehirnwäsche, blablabla, ne? Und die Leute machen zu. Die wollen nichts davon hören und nichts damit zu tun haben. Ne? Also das ist ziemlich kriminell, was da abläuft. Das sagt man den Leuten dann besser nicht, oder wie, oder doch? Also ich sag das keinem. Mhm. Das, was sich hier oben abspielt, ja, da finden die doch gar nichts von mit. Ne? Ja. Nach dieser Einführung beginnt unsere Lehrerausbildung. In Obertshausen bei Frankfurt sollen wir zunächst zu einem guten Scientologen gemacht werden. Was wir vorhaben, ist ein Selbstversuch einer der Autorinnen. Riskant, denn gegen die Wirkung der scientologischen Psychotechniken kann sich niemand wehren. Die quälende Prozedur beginnt. Wir müssen der sogenannten Auditorin mit geschlossenen Augen gegenüber sitzen, dürfen nicht sprechen, uns nicht bewegen. Sie starrt uns an, eine ganze Stunde lang. Mit aller Kraft kämpfen wir gegen die Übelkeit, die aufkommt. Gegen Ende wird die Situation dann fast unerträglich. Schweigen als Foltermittel. Nach einer Stunde endlich Schluss. Ohne Pause geht es weiter, die nächste Übung. Diesmal müssen wir die Rolle des Auditors übernehmen. Denn wir sollen lernen, diese zermürbenden Methoden später auf unsere Schüler anzuwenden. Danke. Fliegen Vögel? Bist du doof? Ich wiederhole die Auditing-Frage. Fliegen Vögel? Ich bin auch doof. Weißt du, was zu mir mal meine Tochter gesagt hat? Du bist eine Arschkackmutter. Hat sie zu mir gesagt. Aha. Ich wiederhole die Auditing-Frage. Fliegen Vögel? Ja. Danke. Fliegen Vögel? Mhm. Gut. Fliegen Vögel? Natürlich. Warnung.
Fliegen Vögel? Hast du das noch nie gesehen? Ich meine, du musst doch schon mal gesehen haben, dass die Vögel fliegen. Fliegen doch. Gut. Fliegen Vögel? Mhm. Danke. Fliegen Vögel? Ja, ja, die fliegen. Gut. Fliegen Vögel? Drei Tage geht das so. Irgendwann werden wir willenlos, reagieren mechanisch. Jetzt habe ich dich erwischt. Jetzt bist du abgestumpft. Eben bist du abgestumpft. Jetzt habe ich den Punkt. Gell? Kannst dich nicht mehr rühren. Stimmt's? Gehirn gewaschen. Stimmt's? Gehirn gewaschen. Hast nicht gemerkt. Stimmt's? Als ich das erste Mal gesehen habe, ist mir wirklich kalt. Ist den Rücken runtergelaufen. Und es erinnert mich an das, was mir viele berichtet haben, die psychischer Folter beim Stadtsicherheitsdienst ausgesetzt waren, wo durchaus ähnliche Methoden angewandt worden sind, um denjenigen, wie die Stasi es nannte, zu zersetzen mit ihren Zersetzungsmethoden. Bei Kindern funktioniert die Zersetzung besonders gut. Sie leisten keinen Widerstand. Deshalb treiben die Scientologen den Aufbau der Nachhilfegruppen intensiv voran. Mindestens 11 Applied Scholastics-Filialen gibt es bereits. In Velpert bei Wuppertal, in Erzhausen bei Darmstadt, in Kriftel bei Frankfurt, in Heilbronn, Hartheim bei Freiburg, Hamburg, Berlin und München. In ganz Deutschland sind als Nachhilfelehrer getarnte Scientologen auf der Suche nach ahnungslosen Opfern. Die scientologischen Unterrichtsmethoden mussten wir im Fernkurs pauken. Jetzt ist es Zeit für eine Probestunde. Wir sind mit unserem Schüler nicht allein. Neben uns sitzt die Institutsleiterin. Sie will kontrollieren, ob wir uns zu einem zuverlässigen Lehrer für die Organisation entwickelt haben. Mit diesem Praktikum sind unsere internen Recherchen abgeschlossen. Nach 1,5 Jahren können wir unsere Zeit bei Scientology endlich beenden. Zum Beispiel Kinder. Wie angesichts dieser Recherchen die Grünen, wie gestern geschehen, den Innenministerbeschluss als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme